Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Wir sind hier auf dem zerstörten Mond. Wir wollen Revis aufhalten und das Empfangskomitee steht da schon bereit. Du bist fast schon zu Das spät. werden wir ja sehen. Ich warte im Kontrollturm auf dich. Komm zu mir, wenn du dazu in der Lage bist. Was ist das? Gute Frage. Habe ich schon mal gesehen. In der Waldanlage. Ja, da komme ich nicht ran. Dann gehen wir erstmal hier hin. Wie komme ich denn nach dahin, wo eben die Typen standen? Kann ich was mit diesen Dingern machen? Ah! Bleib wachsam. Bleib zusammen. Der Jedi hat rumgeschnüffelt. Und ich lasse ihn nicht durch. Gib mir eine Chance. Ich hätte gerne etwas Spaß. Hast du schon mal gegen einen Jedi gekämpft, Jungchen? Nein. Aber was spielt das für eine Rolle? Du hast noch nie ein Lichtschwert aus der Nähe gesehen. Sonst wärst du nicht so heiß darauf, wieder eins zu sehen. Ich habe keine Angst. Okay. Reiten in die Action. Ah. So. Sieg ist obligatorisch. Ja, wir gehen mal auf zweihändig, so. Kein Spaß. Der eine ist runtergekommen. Nächste Einheit, vorrücken. Verzieh dich. Vielleicht der Spaß, wenn du wegrennst. Aua. Hör auf damit. Uiuiui. Die Blaster-Schüsse nerven! Hilf mir! So, einer ist schon mal weg. Nimm das! Und hier hinten kommen die, glaube ich, nicht so einfach an mich ran. Du hast mich gerade so erwischt. Ich sterbe, du stirbst, wir alle sterben. Ich sterbe nicht. So. Ah, jetzt traut er sich mal in die Nähe hier. Sag mal. So. Wir sind ausgesperrt. Okay, Tür ist auf. Was ist das hier? Ah, da kann ich irgendwas reinlegen. Das heißt, hier muss irgendwie eine Kugel sein. Das Eindämmungssystem hat versagt. Entdeckung. Kann sich diese Tür öffnen? Nein. Wuhu. Da ist die Kugel. Aber da ist eine Scheibe im Weg. Ah, das war das Teil, was ich von der anderen Seite gesehen habe. Bis jetzt war kein Test erfolgreich. Dagon Gara glaubt fest daran. Oh, was? Spürt er etwas, das ich nicht spüren kann? Oh, das ist so ein Hammerfritze. Ein paar billige Treffer nehmen. Bitte hier. So, jetzt probiere ich mal auf, ob ich... Ja, roten Schläge kann ich logischerweise nicht blocken. So, hau mal zu. Ich will wissen, ob ich dich blocken kann. Nein, nicht so. Komm, komm, komm. Okay, er will nicht. Aua, das habe ich getroffen. Der macht nur rote Schläge. Der Sack. Sag mal! Ist doch ganz sauber. Ah. Aua. Da wird er zu weit weggeschleudert bei den Einschlag.
clever hinter ihnen gekommen. Uiuiuiui. Ja, die machen Aua. So, da ist die Kugel. Die. Ah ja, Moment. Ja, wie komme ich da hin? Das Tor muss ich irgendwie aufmachen. Da unten wartet der Tod auf mich, ne? Jupp. Kann es sein, dass diese Lücke nicht von ungefähr hier ist? Hier ist ja auch eine Wand. Okay, das ist schon wieder ein Rätsel, was mich fordert. Kann man durch die Scheiben das schießen? Warte mal. Ja, okay, machen wir mal. Unser Ausweg wird durch Korbomaterie versperrt. Gibt's hier irgendwo eine Kugel? Ja, die gibt es. Aber zu der komme ich nicht hin. Oder? Ja, zweimal dieses Ungeziefer ist im Weg. Also ich will mal sagen, es ist nicht umsonst, dass hier eine Lücke ist. Aber ich kann nicht so schießen. Das ist nicht möglich. Ist das ein Loch im Fenster? Ist hier ein Loch im Fenster? Nein. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Also, dass da Löcher im Fenster sind, ist, glaube ich, nicht umsonst, aber das bringt mir nichts, oder? Das bringt mir gar nichts. Oder kannst du... Moment. Kannst du die Kugel da... Ja, warte mal. Zack. Kann die da durchrollen? Wo ist sie? Die war da in der Nähe. Ich glaube, das ist so gewollt.
Wo ist die Kugel hin? Okay. Ich habe, glaube ich, eine Idee, was ich machen muss. Ich schleudere mir dahin. Dann rollt die runter. Komm her, genau. Weil von da hinten komme ich da nicht ran. Zack. Rollt die da rein. Ja. Ich bin zu langsam, ne? Die ist da runtergerollt. Okay. Neuer Versuch. Dahin. Und jetzt schnell. Komm her! So! All diese Geräte auf Kobo. Wurden sie hier hergestellt? So, jetzt kommen wir da weiter. Meinst du, das Gerät, das wir in den Felsnadeln gefunden haben, hilft uns hier? Du kriegst das hin, oder BD? Ja. Von hier. Das macht den Durchgang frei. Aber da oben kann man auch noch eine Hecke zerstören. Die wird mich wahrscheinlich zum Geheimnis dann bringen. Gehen bis hier oben die Nadeln rein. Wir können mal gucken, was ist denn dahinter? Ob es das wert ist. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Wir müssen ja irgendwie den Strahl ausnutzen. Ja, da hinten ist zu weit. Kann man den irgendwie drehen? Ich kann mir höchstens vorstellen, wo ist der Ball hin? Hallo? Wo ist die Kugel hin? So. Ich kann mir höchstens nur vorstellen, dass wir das so hinkriegen. Von dort aus irgendwie. Ne, der fackelt nicht. Es muss ja möglich sein. Ah komm, scheiß drauf. Will ich mich jetzt nicht stundenlang mit beschäftigen. Machen wir normal weiter. Lass uns nachsehen, was Cree vorhatte. Leg einen Zahn zu, BD1. Ja, er wird irgendwas scannen. Hast du was gefunden? Möglich. So, hier kann ich jetzt irgendeinen Schalter bestimmt aktivieren. Oder irgendwas. Das ist eine Werkbank.
Oh, da hat er ja noch beide Arme. Dagon, was habt ihr getan? Was ich tun musste. Stopp. Wollt ihr nicht, was ich will? Warum sonst habt ihr den Rat getäuscht? Ihr habt euren Weg verloren. Ergebt euch. Und gemeinsam werden wir eine Lösung finden. Kommt mit mir. Dafür ist es zu spät. So viel Verzweiflung, Centauri. Tenelor. Ihr fühlt, wie es euch entgleitet. Meine Verzweiflung gilt euch. Durch Tenelor habt ihr euch verändert. Das gleiche gilt für euch. Geht mir aus dem Weg. Nein. Dann muss ich allein gehen. Ach so, hat er seinen Arm verloren. Centauri. Ein Sanitätsdruide, schnell. Und bereitet einen Bagdad-Tank vor. Was hast du gefunden? Technologie der Hohen Republik. Funktioniert mit meinem Greifhaken. Das könnte uns helfen, am Turm hochzuklettern. Okay. Ein Update für den Greifhaken. Sie hat Dagon besiegt, aber nicht ausgeliefert. Warum? Tja. Weil sie ihn gemocht hat. Jedenfalls bevor er sich verändert hat. So, was kann ich jetzt mit diesen Kletterreifen... Ah, ich kann jetzt an diese Dinger dran. Oh, was war das? Es funktioniert. Auf zu Ravis. Halte L2, um kurzzeitig auf einen Ballon zu springen und dich festzuhalten. Ziehe mit R2, um Cage-Sprung zu kontrollieren. Ja, da springe ich in die Hölle. Wo wollen wir denn hin? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Was bringt mir das? Okay, ich stehe hier drauf. Was habe ich davon? Ah, da ist ein Gitter. So. Hier sind auch diese ganzen Säulen, wo ich mit BD-1 dann was machen kann. Oder? Das funktioniert doch, ne? Brennt das? Ne, das ist was anderes. Okay. Wuhu! Ich werde dich ausschalten. Ja, ich glaub's auch. So, wo muss ich denn jetzt hin? Das können wir nicht hacken. Warum nicht? Ach, weil da irgendwie sowas im Weg ist. So. Jetzt bin ich am Anfang wieder, ne? Ja. So. Ja, wir sind den Weg eben nur gegangen, um diese Fähigkeit freizuschalten. Wuhu! Das macht aber Laune. Sehr schön. Oh oh. Dicke Oschi in Anmarsch. Ravis.
Jedi. Wieso habt ihr die Anlage aktiviert? Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt einen Jedi tötete. Wieso habt ihr die Anlage... Hab dich verstanden. Vor langer Zeit besiegte mich Deggen im Kampf. Er erwarb meine Treue. Wir kämpften Seite an Seite, bis die Jedi ihn verraten haben. Es bedurfte viele deines Ordens, um mich zu besiegen. Und dennoch... entehrten sie mich. Sie verweigerten mir den Kriegertod. Über Jahrhunderte ließen sie mich in einem Käfig verrotten. Und so scheinen unsere Schicksale verwoben zu sein. Der Verfall deines Ordens ermöglichte mir die Flucht. Und doch hat sich nichts geändert. Du bist nach wie vor Dagens Diener. Zeit schmälert keinesfalls meine Loyalität. Ohne einen Kodex dienst du nur dir selbst. Wo ist der Kompass, Ravis? Ich schulde dir gar nichts! Jedi! Wenn du Wissen von mir willst, wirst du dafür kämpfen müssen. Okay, dann prügeln wir es halt aus dir raus. Uiuiui. Wie soll ich an den rankommen? So. Uiuiui. Uiuiuiui. Dann so. Solange ich Macht habe, kann ich das ja nutzen. Ist das deine Stärke, Jedi? Reicht, um dich zu besiegen. So, Zeit anhalten. Ein schönes Duell. Aua. Ja, das war mal schon gut. Hälfte ist auch weg. Also mit dem Blaster-Stil wäre da, glaube ich, super einfach zu besiegen. Aber ich habe den gerade nicht. Weil alles, was irgendwie Distanzangriffe sind, damit kannst du super easy ihn angreifen. Okay, das war's. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber vielleicht ist es auch noch nicht vorbei. Die Rüstung ist gut. Oh, der Rücken ist angreifbar. Darauf habe ich gewartet. Seit 200 Jahren. Dann will ich dich nicht enttäuschen. Ah, geht noch weiter, okay. Sonst wäre auch eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Ja, 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 ich merke es. Hilfst du mir mal, WD? Einfach überragend. Okay, jetzt hat er keinen Bock mehr anscheinend. Ich hau einfach weiter drauf. What the fuck, was ist das? Ja, nach jedem dritten Schlag schlägt er zurück. Okay. Ich ergebe mich. Ihr habt euch bewährt. Wo ist der Kompass? Santa Recris Observatorium
Wie Deggen vermutet hatte, ich habe den Weg frei gemacht. Er ist schon unterwegs. Ich habe euch besiegt. Kämpft mit mir. Gemeinsam können wir Deggen die Stirn bieten. Nein, werde ich nicht, Jedi. Nach all den Jahrhunderten träume ich noch immer von Tennelor. Ich hatte gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Ravis. Deggen Gera steht euch im Weg. Ihr müsst das nicht tun. Nur einer von euch wird Tennelor erreichen. Jedi, gewährt mir meinen Kriegertod. Jetzt! Ja, ob das ein Kriegertod ist? Wir sollten gehen. Oh, wir kriegen eine Machtessenz zur Belohnung. Zentriert. Neuer Bonus. Okay. Ja, der Boss war eigentlich ganz cool, bloß der war zu einfach. Dass der in der zweiten Phase nach jedem dritten Hieb zurückweicht, macht ihn sehr einfach. Wenn er das nicht tun würde, wäre das, glaube ich, eine gute Herausforderung. Aber ja, leider etwas zu einfach. So, wo muss ich jetzt hin? Wieder zum Mantis. Okay. Grace, kannst du mich hören? Kerl, ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Warnschott-Ruinen haben es ziemlich eilig und verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Mantis jetzt. Okay. Verstanden. Wir warten auf dich, Kleiner. Ja, ich habe nur einen kleinen Himmelsparcours hier zu erledigen noch. Ah, da sind sie. Vielleicht hatte Ravis recht. Deggen hat sich vom Jedi-Kodex abgewandt. Sieh ihn dir jetzt an. Verzehrt von seiner Besessenheit mit Tenalor. Worin unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Mach dir keine Sorgen. Danke für deine Hilfe. Ja, wir sind aber noch bei Verstand, würde ich sagen. Wir wollen das für was Gutes ja tun. In Anführungszeichen. Und Deggens Motive, ja, die sind noch ein bisschen im Dunkeln. Warum er... Er will das eigentlich aus Rache nur tun, weil der Orden ihn hintergangen hat. Schnellreise zur Mantis. Komm schon, Kumpel. So, wir sind am Ende der Folge, Leute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.